Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 23 von Shapes.io. Ja, der Modak hatte mir geschrieben, ich muss nochmal diese Maschine kontrollieren, die ich letztes Mal gebaut habe. Da sind noch ein paar Fehler drin, da sind Teile, die nicht durchlaufen und das gucken wir uns dann mal nach dem Intro an, würde ich sagen. Ne? Dann bis gleich. So, jetzt müssen wir die nur finden. Das war ja die lila, ne? Wo ist mein Mauszeiger? Da ist das hier. Ja, hier ist es. Nee, doch nicht. Das ist die Farbe. Dann ist sie hier. Hier ist er. Da ist er. Also hier liegen Teile hinter. Da, 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 da nicht. Aha, da ist schon mal der erste. Das muss wohl dann da so reingeführt werden. Und hier auch noch da. Jetzt läuft's. Gut. Und hier kommen welche hinten raus, da auch, da auch, da auch. Ah, hier oben nicht. Ja, danke dafür, Modrak. Jetzt haben wir das alles richtig. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da weitermachen. Ne? Wir haben diese Windmühlen. Warte mal, das Teil war hier zu sehen. Müssen den weißen Kreis drauf haben und dann wieder eine Windmühle. Ja, das würde bedeuten, eigentlich müssten wir das alles direkt nebeneinander kopieren. Ne? Die Windmühlen kommen jetzt hier raus. Hier ist die Farb. Anbaugeschichte dafür. Boah, das ganze Teil hier kopieren wird schwierig, oder? Oh Mann, was sind das denn hier für Symbole? Sind die neu? Könnte sein, ne, oder? Fließbandkontrolle. Okay, das kenne ich jetzt noch nicht. Haben wir das irgendwie in der Errungenschaft gehabt, die wir da gekriegt haben oder so? Ich weiß es nicht. Speicher. Ne, das weiß ich noch, Speicher, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, kann sein, dass wir da was gekriegt haben. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt hier solche Teile irgendwo noch herkriegen, ne? Windmühlen. Oder wir bauen erstmal die Kreise. Die Windmühlen haben wir und müssen, wir müssen zweimal die Windmühlen bauen. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Wir brauchen erstmal Weiß. Weiß kann man aus vielen Farben bauen, wenn ich das so sehe, ne? Und den Kreis, einen weißen Kreis. Kreis hatten wir doch gerade hier neben der Maschine, oder? Das ist da. Welches ist jetzt hier die nächste Farbe, die dafür zuständig sein könnte? Wir haben da ein Blau und da ein Rot. Was war das? Neue Markierung. Ach ja, das ist die Markierung. Alles klar, Modrak. Da ist die Markierung. Wir wissen Bescheid, die du mir schon immer genannt hast. wir machen mal hier eine Markierung dann hin. Ja, ich weiß nicht, was ich da... Ne, lass mal sein. Ich mach's nicht, ich finde das schon so. So, jetzt nochmal. Einmal reinzoomen und das wäre jetzt Blau und Rot. Mischen und Grün rein. Ja, ist sowieso... Alle drei Farben ergeben Weiß, ne? Ganz einfach. Jetzt ist nur die Frage, wo ist noch Grün? Grün ist da oben. Das würde bedeuten, diese drei Flecken nehmen. Okay, dieser Fleck, ja doch, der geht, der ist einigermaßen brauchbar. Drehen wir das so rum und basteln das mal so dahin. Dann gehen wir hier hin und basteln das nach oben. Und das sind jetzt sechs, da unten waren es nur fünf, ne? Das ist aber auch erstmal egal. Und hier war irgendwo der Grüne, ne, oder? Da ist der Grüne. Rechts rum. So, die kommen da erstmal alle raus. Jetzt brauchen wir erstmal die Maschine, die uns diese Farbe mischt. Die war hier unten runter, oder? Das müsste diese Maschine sein. Die macht aus zwei in einer. Dann müssen wir hier kopieren. Und da hoch. Und die kommen dann da raus. Gut, Steuerung C haben wir. Kostet uns das Geld. Jetzt müssen wir da hoch, wo wir die Farbgeschichte bauen wollen. Da, da und da. Und drehen das mal einmal hier rechts rum. Kommt der nochmal rechts rum. Bauen wir hier hin. Kommen die beiden Farben da an, passt. Und wir gehen tiefer und dann kommt die zweite Farbe von da noch. Und wir machen das hier hin.
So, ich hoffe, das ist so richtig. Fließband von dort. Einfach. Fließband von dort mit Shift-Taste einfach nach da. Passt, oder? Und das Rot. Von da nach da. Passt. Jetzt sollten da gelbe rauskommen, glaube ich, ne? Ja. Läuft da dann rein. Und der blaue kommt von da. Und läuft da rein. Und jetzt sollten weiße fertig werden davon dann. Wenn ich mich nicht vertan habe. So, gelbe kommt rein. Ich weiß nicht, wo der gelbe gelandet ist. Oh, ich glaube, ich habe was vergessen zu kopieren hier an der Seite. Die gelben kommen da gar nicht raus. Okay. Das war eine schlechte Kopie, die ich da gemacht habe. Ich habe das Teil, was nach oben geht. Welches ist denn das? Dieses hier habe ich nicht kopiert. Shit. Aber ist ja nicht schlimm. Machen wir nochmal Steuerung. Hat gut geklappt mit Steuerung, ne? Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Sieht aber erstmal nochmal gut aus. Dieses Teil habe ich vergessen mitzunehmen, glaube. Steuerung C. Kostet uns auch nur 160. Günstig. Ich glaube, das muss ich jeweils drehen einmal. Und muss das hier verbauen. Und zwar an dieser Stelle, glaube ich, oder? Und dann kommen die weißen Nadel raus. Und dann nochmal Steuerung. Ah, ist noch ausgewählt. Das gleiche nochmal hier, ne? Und da kommen jetzt die gelben alle an. So, jetzt muss ich hier nur mal ein bisschen rumfummeln, was ich da falsch gemacht habe. Dieser hier muss dann noch rein. So, ne? Und der da. Muss so da noch hin. Jetzt kommen die gelben da alle rein. Haben wir jetzt richtig gemacht. Hier ist das mit den weißen passend. Und die müssen jetzt noch nach hier. So, und dann muss ich den da wieder einbauen noch, damit sie alle auf einem Band liegen. So, und die Kreise liegen hier wunderbar schon vor der Tür. Die drehe ich jetzt und mache die mal hier dran. Ne? Und jetzt müssen wir dann das Teil haben, was diese Maschine ist, ne? Ja. Oh, die ist aber lang, ne? Jetzt muss ich nur überlegen, dass ich da nicht wieder den Fehler mache, wie gerade eben. Aber ich glaube, wir müssen von hier aus kopieren nach da oben, ne? Zack. Steuerung C. Kostet mich ein zwei Riesen. Drehen wir einmal, glaube ich, oder? Ist das so? Warte mal, wo ist denn hier das an? Da ist das. Ja, dann machen wir das vielleicht hier besser hin, oder? So wie es aussieht, ging's. Hat aber hier irgendwo was kaputt gemacht. Shit. Jetzt sind die Maschinen ineinander gebaut, oder? Oder hat es knapp gereicht? Nee, ich glaube, ich habe hier was kaputt gemacht. Aber nur hier unten, oder? So ein Shit. Das hätte mir jetzt nicht passieren dürfen. Wo ist jetzt hier das Problem? Ich glaube, der muss einfach geradeaus und muss da dran, ne? Der muss weg.
Kann das sein? Und dieser hier ist, glaube ich, auch verkehrt in irgendeiner Form. Das ist der Rückweg von der Maschine hier schon, glaube ich, oder? Ah, da muss so ein Teil rein, aber anders gedreht. Dieses ist schon richtig, muss aber noch gedreht werden und muss dann da rein. Ja, das sieht jetzt gerade noch so aus, als ob das noch passt. Und diese Maschine hört ja hier auf, ist glaube sauber, bis auf den da. Da muss ich auch nochmal so einen reinbasteln. Und zwar von links nach rechts, ich glaube so rum. Naja. Wenn mich nichts täuscht, dann ist es jetzt richtig. So, jetzt müssen wir nur gucken, was muss wo rein. Dieses Bauteil muss da rein. Ich glaube, wir können das abreißen. Die farblichen kommen alle da rein. Die müssen von da nach da. Und der muss von da. So da rein. Ja, passt. Und diese Farbe muss jetzt noch. Dahin. Jetzt sollten wir weiße Kreise kriegen, kann das sein? Die kommen hier oben auch an. Gut, das sieht erstmal prima aus, sind allerdings an einer ungewöhnlichen Stelle angekommen. Vielleicht hätte ich das doch anders machen müssen. Aber erstmal sieht es so aus, als ob es läuft, oder? Das alles so richtig. Weiß kommen nicht richtig durch. Ah, jetzt wird es hier mit dem Weiß aber besser. Jetzt ist auch links das Band schon gleich voll, dann passt schon. Okay, das ist jetzt der zweite Teil, der fertig ist. Die Windmühle einmal, der Kreis zweimal und jetzt müssen die übereinander. Jetzt müssen die Windmühlen eigentlich andersrum sein, dass die hier zusammenlaufen. Ne? Also hier brauchen wir definitiv nicht runterarbeiten, weil hier sind wir schon, haben wir uns schon verkorkst. Ich komme jetzt wahrscheinlich auch nicht mit einem Tunnel darüber, oder? Der Tunnel müsste, wenn, hier sitzen. Oh doch, würde gehen. Und gleich noch da. Das Fließband hier anschließen und da rauskommen. Passt. Haben wir das wenigstens noch geschafft? Und das gleiche müssten wir hier jetzt gucken mit dem. Dass der darüber kommt, ne? Wird von da nach da nicht reichen. Das heißt, wir müssen das hier lösen. Von da nach da. Und dann darunter. Und hier kommen die ja. Noch da oben dann hin, würde ich sagen. Weil die müssen wir ineinander kriegen. So, mal gucken, wo wir hier rauskommen dann. So, und dann müssen wir so eine Stapelgeschichte bauen, ne? Welches Teil ist das? Der Stapler ist hier im Prinzip, aber... Ja, die bauen das übereinander. Mal irgendwo diese Maschine jetzt nochmal, wo ich sie besser kopieren kann, weil das habe ich ja gerade eben schon geschafft, schäbig zu bauen. Ah, hier ist ein schöner Stapler. Dann machen wir das doch mal so und basteln das so, oder? Das macht doch schon mal einen guten Eindruck. Steuerung C wieder. Und jetzt gehen wir hier oben hin. Ah, ich glaube, wir machen das mal unterhalb von diesem Teil hier. Ich will diese Teile jetzt hier nicht verbauen. Das wäre ein bisschen doof, ne? Und von da nach da, und diese schmeißen wir gerade weg.
So, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie richtig rum rauskommen. Wahrscheinlich nicht, ne? Genauso falsch rum. Genau, aber obwohl ist nicht schlimm. Das Teil sieht ja tatsächlich noch so aus und wir müssen nur gucken, dass wir beim nächsten Mal das Windrad drunter bauen, ne? Ja, das ist, also prinzipiell ist das schon richtig, nur wir müssen dieses Teil darunter bauen. Kann ich das jetzt hier auch trennen und mach das nochmal und baue die Zweier? Warte mal, Steuerung V würde bedeuten, wir drehen den mal um. So rum. So, welcher kommt denn jetzt als erstes rein? Der linke ist drunter. Das würde bedeuten, ich muss den hier rüber kriegen, ne? Das bedeutet, ich baue den da mal hin. So. Schließe den jetzt da an. Baue hier gerade einen Tunnel hin. Und schließe hier das an und hoffe, hier kommen jetzt die richtigen raus. Ist das jetzt das Teil, was wir brauchen? Windmühle, weißer Kreis, Windmühle. Windmühle, weißer Kreis, Windmühle. Ich glaube, wir haben es fertig schon. Jetzt müssen wir nur diese Maschinen, die da sind, vielleicht nachher am Ende optimieren. Wo ist der Hub? Ich glaube hier, genau. Das bedeutet, wir basteln uns hier mal gerade eine Brücke. Ziehen den da mal gerade rein. Gucken, wie weit der hier geht. Reicht das bis dahin? Ja, zum Glück. Passt. Nochmal eine Brücke bauen hier. Und ein Tunnel. Hat gut geklappt gerade, ne? Und gehen von hier nach da unten hin. So, da haben wir die Grundproduktion erstmal fertig von dem Teil. Jetzt müssen wir sie nur noch optimieren wahrscheinlich, ne? Und dann müssen wir erstmal das Teil da bauen. Jetzt müssen wir hier noch gucken. 0 von 25.000 ist natürlich eine Hausnummer. Da kommen die Teile rein und die ersten sind drinne und die ersten laufen hier rein. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nur gucken, das Band ist zurzeit voll. Wer weiß, wie lange es voll ist. Ah, hier fängt schon an zu stottern. Okay, aber das ist dann die nächste Folge, wo wir das dann in Angriff nehmen, dass wir das optimieren. Vielleicht müssen wir da ein bisschen was mehr machen und länger machen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich sag mal ganz recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.